Ja, hallo und somit wieder herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Dead Rising 3. Ja, wir sind hier mit Annie und wir waren ja, ich glaube, das ist die letzte Mission, die wir erfüllen müssen. So, und die heißt, bring Annie zum Flugzeug. Ich weiß nicht, was uns dort erwarten wird, aber das werden wir gleich sehen. Es kann ja gut möglich sein, dass es auch die letzte Folge sein wird. Auf jeden Fall gehen wir weiterhin sehr gut ab. So, gleich sind wir da. Nur noch um die Ecke. Na, ist so. Meine Fresse, immer fassen mich diese scheiß Zombies an. So, Annie, komm bitte. So, du hast auch gute Energie. Sehr schön. So. Seid ihr genauso aufgeregt wie ich? Mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Bist du okay? Ja, es weckt nur böse Erinnerungen. Wo sind die anderen? Endlich! Seid ihr okay? Wo sind die anderen? Ich dachte, sie wären bei dir. Nein, Red, wir lassen sie nach all dem nicht zurück. Wir können nicht? Okay, gut. An einer Stelle kann ich noch nachsehen, okay? Das Flugzeug ist aufgetankt. Können wir los? Wir können alle anderen nicht einfach opfern, okay? Okay? Dann seid bereit, wenn ich zurückkomme. Nick! So nennen sie dich jetzt? Wir müssen los! Moment, Sie sind Isabella Keys? Es gibt Gerüchte. Nein, so war das nicht. Was haben Sie mir zu sagen? Keine Andeutung. Raus damit. Ist so. Eure Regierung hat bei meinem Dorf ein Labor gebaut, damit euer fettes Land mehr fettes Vieh fressen kann. Und mit dem Labor kamen Soldaten der US-Armee. Wie junge Männer so sind, verbreiten sie ihre Gene. Und als Dr. Barnaby dann die Bienen entdeckte, nun kamen die Zombies. Und eure Regierung tötete die meisten Überlebenden, damit die Wahrheit geheim blieb. Kalito fand, es wäre nur richtig, die Kinder in das Land zu schicken, das für ihre Entstehung verantwortlich ist. Seine Zeitbomben wie dein Freund Diego. Aber er wollte nichts Unaufhaltbares erschaffen. Also machte er eine der Weisen immun. Oh mein Gott, Nick. Nick, ja, sehr schön. Du bist es, Nick. Du bist die kleine Rettungskapsel von Carlito. Ich? Auf dich haben wir gewartet. Du kannst geheilt werden. Dr. Mellon will das Heilmittel und tut alles dafür. Sie sucht gerade nach dir. Wir müssen weg. Na, das sieht zwar nicht besonders aus, aber... Wir müssen es versuchen. Nick! Annie! Kommt jetzt raus! Okay, das ist Red. Wir müssen ich glaube, das ist seine Falle, Nick, oder? Bitte! Nein, doch nicht. Sehr schön. So, wen müssen wir noch holen? Rhonda, oder was? Oder was meinen die mit alle? Red? Los, Leute, Beeilung! Ich brauche Hilfe! Das ist eine Falle. Scheiße. Wir haben keine Zeit, Annie! Annie, eine Falle! War ja klar. Ich hab's so gesagt. Mama! Verdammt! Oh, die werden ja richtig handgreiflich hier. Nein! Zu spät. Nee! Das ist ein tolles Tattoo. Nummer 12. Was tust du nur? Oh, du kennst deine Bedeutung? 5 Millionen Dollar für Red. Du hast deine Familie ja schnell geopfert. Komm, Nick. Ich sagte doch, ich bin Realist. Ich bin es leid, als Geächteter zu leben. Und als ich den Flyer gesehen habe, wurde mir klar, dass das meine größte Chance auf 5 Millionen Dollar wäre. Stell dir vor, ich hab deine Freunde. Du ist meine 5 Millionen Dollar. Also okay, machen wir doch einen Tausch. Ich werde dich mit bloßen Händen umbringen, du elender Scheißkerl! Das will ich sehen. Lass uns raus, bitte! Nick, Hilfe! So, das wirst du sehen, mein Junge. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich vernichten. So, mal gucken. Ach, guck mal. Ach, wir müssen nur den Kran erstmal zerstören. Das ist ja einfach. Achso. Wir müssen die Schaltkreise zerstören. Okay.
Okay, so einfach wird es doch nicht. Ach, Quatsch. Mal gucken, was haben wir hier. Polizeischild und Schlagstock. Nein. Wir müssen da oben. Okay, das wird nicht ausreichen. Wir brauchen irgendeine Waffe zum Schießen. Oder vielleicht können wir auch hochklettern? Das könnte ja auch gut möglich sein. Ah. Ich hab ihn da, wo ich will. Oha. Okay, wir können die Leute killen. Damit wir wenigstens etwas kriegen. Hier ein paar Handgranaten. So, wo sind die Leute? Oh. Oha. Hab ich die Handgranate noch geworfen? Nein. Oh, Panzerfaust. Fuck. Fuck, fuck. Level 30. Tja. So, Attributspunkte haben wir wieder freigeschaltet. So, Panzerfaust. Das wollen wir haben. Achso. Ausweichrolle. Ja, ich weiß. Hier kommt auch ein bisschen Platz. Ey, komm. Der saß. Okay. Den Kran haben wir schon fast zerstört. So, zwei Dinge haben wir noch. Guck, das ist der nächste. So. Ja, ja, komm runter. Dann zeig ich dir, wer wen zerquetscht. So, wo war ein anderer Typ? Puh, das war knapp, Alter. Krass. So. Oh, 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 oh. Alter. Komm runter und trau dich. Ich kämpfe wie ein Mann, Alter. Ja, 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 ja. So. Noch ein bisschen? Alter. Oh, wo kommt der Penner denn her? Alter, leck mich doch einer am Arsch, ey. Fuck it. Okay, ich verprügle. Das war nicht schlecht. Das hat er sehr gut gemacht. Mit Blendgranate und gleichzeitig Panzerfaust schießen. Respekt. So, aber jetzt habe ich wieder eine Panzerfaust. Ja, ja. Werde ich auch gleich mit dir machen. So, hör auf, dich weiterhin zu drehen. Ja, ja. Ja, komm, lass die Scheiße fallen. Bis jetzt kann ich dich schön abknallen. Ach, das sind... Oh, das sind so viele Kästen noch. Ich bin zuerst. So, Koffer, Koffer. Da, da ist er. Nein, voll daneben. So, okay, gleich haben wir ihn. Alter. Und jetzt verrecke doch, ich treffe die Scheiße doch richtig. Oh, wer braucht denn hier einen Granaten? Ein bisschen Energie auftanken. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Granatenwerfer? Ja, Mann. Ja, das... Ja, okay. Ist doch genial. Ja, ja. Ja, dein größter Feind. Na los, komm, dreh dich. Ah. Aha. So, komm, jetzt dreh dich. Bitte, 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 bitte. Mann, ich will dich doch nur zerstören. Naja. Den schießen wir halt einfach so auf dich drauf. Alter, was ist denn hier los? Meine Fresse, du müsst doch eigentlich sterben. Ja, ja. Ich habe eine Shotgun, Digga. Dagegen hast du keine Chance. Oha, oha. So, kommt die letzte Panzerfaust, die brauche ich. Ah, geil. Die töten sich gegenseitig. So. Nein, ich brauch... Oh, hier. Die Wassermelone oder was auch immer das war. Ah. Na, los, komm. Alter, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Mann, das gibt mir doch gerade richtig auf den Sack, ne? Ja, komm. Fuß. Da ist die Panzerfaust. Sehr schön. So, ich habe dich vernichtet.
So, zerstöre den Kran. Das haben wir geschafft. So. Wer hat mich gerufen? Wo genau? Da vorne. Jetzt höre ich gar nichts von dir. Alter, meine Fresse, was können die denn einstecken? So, ein paar Zombies töten, Energie wieder tanken. Sehr schön. Oh, 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 hier, MG, sehr schön. So. Jetzt müssen wir natürlich unsere Freundinnen retten. Da sind sie doch. Nick, alles klar? Ja, ja, los, finden wir einen Weg hier raus. Los! Na, da ist der Penner wieder. Oh, Nick. Mann. Du kommst mit mir. Für die Familie, was? Nein. Ich bin Einzelkind, Nick. Genauso wie du. Nein. Nicht so wie ich. Jeder kämpft für sich, Nick. Ich werde nicht dein Kampfopfer sein. Wir wurden zumindest gut erzogen, Fräulein. Oha, der verprügelt mich. Ja, ja, komm her. Komm her. Zeig dir mal, wie man richtig kämpft hier. Oh. Aber hat auch ganz schön was auf dem Kasten. Hier, yeah, komm. Vergiss immer auszuweichen. Okay, wir brauchen Food. We need food. Nein, what the fuck? Komm, verpiss dich, Alter. Ja, Zeittag, ich geb dir gleich Zeittag. Das gleiche können wir auch, Digga. Kämpf nicht dagegen. Okay. Na, Mann, ich hätte. Trottel. Ja, Trottel, ey. Deine Mutter, Alter. Nein, nicht mit den fucking Fäusten. So, wir trinken. So, wir sind ausgewichen. Sehr schön. Okay, läuft bisher noch recht gut. Ja, ja, komm. Komm mal, ich zeig dir mal meine Nummer. Oha. Tja, nicht mit mir, Digga. Hier kommen ein paar Handgranaten. Nein, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Nein, Alter. Ich bin dran, Baby. Ja, ja, bla, bla. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Er ist schon an der Wand gelaufen. Naja, das hat deine Mutter auch immer vorher zu dir gesagt. Na los, komm. Ja, komm, lauf. So wie das. Alter, jetzt hat er auch noch zwei Anzeigen. Hayuken, Alter. Dagegen kann keiner was. Kopfnuss. Mitten in die Fresse, Alter. Aber er hat noch so viel Energie und ich verliere so schnell meine Energie. Alter. Wenn das hier noch so weitergeht. Ich brauche meinen Bruststrahler. Naja. Da kriegt ja gar nichts ab. Das ist. Na. Okay, die Waffe bringt doch ein bisschen. Aber wie gesagt, Auswirkungen bei Zombies definitiv mehr. Wir können ja mal. Können ja. Alter! Ich hab gedacht, der rutscht wenigstens aus, aber naja. Da haben die Murmeln leider nicht gereicht. Aber hier, wo sind die Handgranaten? Nein! Wir haben irgendetwas Schlechtes gegessen. Nein, und haben wir alles vollgekotzt. So, Handgranaten. Das wollte ich mal ausprobieren. Wenn er zugelaufen kommt. Ja, ja, komm. Ausweichen und jetzt die Handgranaten werfen. Ja, komm, das dauert ein bisschen, aber. Naja. Hauptsache es hilft.
Sehr schön. Was versucht der Penner denn? Das schafft er doch so oder so nicht. Oh ja, du bist wirklich erledigt. Alter. Aber ich muss sagen, Karate kann er. Ich bin fertig mit dir, Alter. So, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen aufpassen. Zack. Los. Noch mal schön durch die Brust. So, wir haben ihn fertig gemacht. Das, was er verdient hat. Was ist los mit dir, Red? Alle haben etwas gekriegt. Jeder kriegt etwas. Jetzt bin ich mal dran. Genau, und zwar kriegst du jetzt den Tod. Was? Du bist dran. Tschüss. Tja. Danke, Annie. Tja. Unsere Freundin hat uns gerettet. Nick! Annie! Bist du okay? Ja. Na los, komm jetzt. Verdammt! Kiste. Brauchst du Hilfe? Das ist Hendocks Stimme. Sprich lauter! Ich verstehe dich kaum! Hast du die Weise gefunden? Ja. Negativ, Sir. Wir haben sie umzingelt. Bitte mehr Zeit, um hier aufzuräumen. Na gut, du hast noch einen Tag. Talon wird sich über mehr Zeit freuen. Unsere Arbeit hier ist trotzdem noch nicht getan. Meine auch nicht. Na komm. Na, ich sag's doch. Der Kuss. Ja, die Romanze darf halt nie fehlen, ne? So, mal gucken, was jetzt noch passiert. Katie? Katie! Oh mein Gott, Dad? Liebes, bitte. Eileid. Dad, es tut mir leid. Aus dem zweiten Teil, Leute. Wo hast du gesteckt? Das kann doch nicht wahr sein. Verloren. Scheiße, das ist doch echt süß. Ich liebe Happy Ends. Dad, tut mir leid. Ich weiß, wie fertig es dich gemacht hat, mich zu verstecken und ständig Zomrex zu suchen. Die Droge macht einen kaputt. Ich wollte dich nicht noch mehr belasten. Du warst nie eine Last für mich, Süße. Was mit mir war, ist nicht deine Schuld. Ich bin die Belastung. Ich bin nicht stolz auf meine Taten. Gott, ich habe so lange nach dir gesucht. Sie sind also Garys Arbeitgeber. Ich überlasse Annie keinem Gangster. Mir scheißegal, ob sie ihre Tochter ist. Sie ist nicht ihr Eigentum. Ich habe meine Tochter 2 Jahre gesucht. Jetzt haben wir einen Zombie-Ausbruch. So starb auch ihre Mutter. Du weißt nicht, wie das ist. Wer ist das? Nick Ramos. Wer sind Sie? Shut up. Okay, schon okay. Wie hast du mich gefunden? Über Gary. Er hat mitgekriegt, wohin du gehst. Er wollte dich umbringen, weil er dich gegen hat. Aber ich habe ihn glücklicher. Es ist lange her. Aha. Ja, was haben die da wohl gemacht? Was zum Teufel tun Sie denn hier? Ihr Gesicht. Dr. Merlin war immer sehr eifersüchtig. Wenigstens kann ich laufen. Wir müssen diesen Mann unbedingt sofort in Sicherheit bringen. Was, den Trikeso? Das ist ein Witz, oder? Er trägt das Heilmittel in seinem Körper. Das Gegengift für den Parasiten. Komm zum Flugzeug, uns bleibt nicht viel Zeit. Dann mal los. Ah, da ist das Flugzeug. Ja, auf jeden Fall Chuck Green. Gut. Spielt man im zweiten Teil ihn. Wie gesagt. Wir passen nicht alle ins Flugzeug. Gary und ich bleiben. Was? Da dachten wir, wir finden alle, die noch am Leben sind und schaffen sie hier weg. Das ist ja nett. Ich lasse euch nicht hier. Du bist das Wichtigste, Nick. Das stimmt. Noch. Vergiss nie, dass du hier eine Familie hast. Okay? Das werden wir nie. Okay, los jetzt. Nichts wie weg hier. Sofort. Ja.
einer, wie man ein Flugzeug fliegt? Die sehen aus wie Brüder. Durch die Perücke. Auskommen, was wir haben. Glück. Alle Mann anschnallen. Bin ja mal gespannt, ob da noch irgendetwas passiert. Kapitel 7, vollständig. Okay. Größere Bombe haben wir jetzt bekommen, einen Bauplan. Kapitel 7 haben wir fertig. Kapitel 8. Okay, anscheinend geht's weiter. Dann wollen wir mal fortsetzen. Nein. Verdammt. Okay, wir haben es anscheinend doch durchgespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier noch mehrere Enden gibt. Auf jeden Fall war es ein gutes Ende. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir sind alle entkommen. Annie ist bei mir. Ihr Vater. Ja, Rhonda und ihr Gefährte leben anscheinend jetzt glücklich weiter in der City. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat Spaß gemacht. Es lohnt sich definitiv zu spielen. Ja, dann würde ich mal sagen, was ist an meiner Stelle? Ich lasse es jetzt einfach erstmal weiterlaufen. Und ich hoffe, da kommt noch irgendetwas am Ende. Falls da noch was kommen sollte, werde ich es auf jeden Fall mit reinschneiden. Also, wie gesagt, bleibt dran. Oder ich drücke einfach mal fortsetzen. Ah, sehr schön. Noch ein Video. Verflucht, Mann. Endlich kommen wir hier raus. Sir, General Hemlock, Sir. Sammelzeit steht bevor. Wir erwarten jedoch nur geringen Widerstand. Sammelzeit? Erst wenn die Gewinnung abgeschlossen ist, werden wir die Stadt zerstören. Das ist Hemlock. Die mächtigste Massenvernichtungswaffe der Menschheit ist fast in unserer Reichweite. Weg hier, Nick! Krieg bloß keine kalten Füße, Mann. Hemlock unternimmt irgendwas in der Stadt, er sammelt was. Was zur Hölle sucht der Kerl denn? Die Substanz, die Königszombies absondern, ist sehr mächtig, wenn man sie sammelt oder herstellt. Wir müssen weg. Doch das dürfen wir nicht zulassen. Wir haben fast ein Heilmittel für deine Krankheit. Willst du das nicht? Kapieren Sie es nicht? Das Mittel könnte völlig unwichtig sein, wenn er sowas hat. Was es auch ist, es hat angefangen. Na, Annie hat recht. Wenn sie Erfolg haben, nützt das Heilmittel nichts. Nick, bitte! Fieber. Ich war mal jemand, der Probleme löst, nicht verursacht. Wir werden dieses Dreckschwein kriegen. Nick, Dad, her damit! Los, ich verfolge vom Kran aus, wo er hingeht. Ich weiß nicht, was meine Tochter in dir sieht. Willst du mich beeindrucken? Das ist deine Chance. Geht's jetzt weiter oder was? Okay, es geht weiter. Oha. Naja, da dann wollen wir mal. Wir müssen dem Flugzeug folgen. Na los. Tja. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge rein, denn das wird auf jeden Fall der krönende Abschluss. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tell me that you love me.